2 Stunden und 40 Minuten auf hohem Niveau, das hat gut hingehauen, bilanzierte Thiem nach seinem Dreisatzerfolg gegen Rublev, der den Österreicher vor große Probleme gestellt hatte. Runde wartet auf Thiem möglicherweise ein ganz dicker Brocken, gewinnt Novak Djokovic sein Duell mit Borna Koric, trifft er auf Thiem. Am Dienstag kämpfen noch die Brüder Alexander und Mischa Zverev um den Achtelfinaleinzug. Während der 30 Jahre alte Mischa am Sonntag die erste Runde überstand, hatte Deutschlands Nummer 1 Alexander zum Auftakt ein Freilos. Außerdem bestreitet am Dienstag Philipp Kohlschreiber sein Erstrundenmatch gegen Houston-Finalist Tennis Sandgren USA. Von den insgesamt 6 deutschen Profis im Teilnehmerfeld waren Peter Gojovcik und Florian Mayer am Montag ausgeschieden. Video: beinahe die Brille verpasst, Djokovic überrollt Lajovic.